Also es ist für lieb. Wieder kontrollieren. Okay? Yep. Ja. Nochmal. 3, 2, 1, 0. Er braucht einen Schritt machen, sonst kommt er nicht durch. Annika, verstellen Sie den Kardiologen bitte. Ihr drei. Ja. Hey, was soll denn das? Erstmal weg vom Telefon! Was willst du tun? Wenn du nicht getan hast, was ich verlange, dann geht die alle drauf! KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Ah, sind Sie von der Polizei? Ja, richtig. Nasebahn von KF. Ja, Ostrahm, ich bin der Chefarzt hier. Meine Kollegen Grass und Ritter. Wo ist der Geiselnehmer? Ja, hier. Okay, und wie viele Personen hat er in seiner Gewalt? 4. Um wen handelt es sich dabei? Melanie Diepholz, unsere Stationsärztin. Thorsten Mischberg, der Arzt im Praktikum. Und Annika Schönwald, das ist unsere Lernschwester. Und was ist mit meinem Vater? Ja, natürlich, Herr Hans Jungmann. Das ist unser Herzpatient. Er sollte eigentlich jetzt gerade notoperiert werden. Richtig, und wenn er nicht operiert wird, dann stirbt er. Um das zu verhindern, sind wir ja hier. Ja, dann unternehmen Sie was. Stürmen Sie. Ja, das ist viel zu gefährlich. Wir müssen uns erstmal einen Überblick über die Lage hier verschaffen. Ja, aber mein Vater braucht Hilfe und zwar sofort. Guter Mann, wir tun alles, was wir können. Das können Sie mir glauben. Gehen Sie bitte da vorne in den Aufenthaltsraum und entspannen Sie sich mal ein bisschen, ja? Kennen Sie den Geiselnehmer? Andreas Keller. Ein Angestellter? Nein, seine Frau wurde hier behandelt. Okay, erzählen Sie doch mal. Das ist eine längere Geschichte. Ja gut, dann können Sie mir das auch später noch erzählen. Gibt es hier eine Möglichkeit zu verfolgen, was da drin passiert? Ja, selbstverständlich. Unsere Intensivzimmer werden videoüberwacht. Und wo laufen die Bilder auf? In der Zentrale. Alles klar. Okay, Robert, das SEK müsste gleich kommen. Weist die Kollegen bitte ein. Und Sie zeigen uns bitte den Weg in die Zentrale, okay? Selbstverständlich. Bitte folgen Sie mir. Ja, Katrin, unsere Oberschwester, sie überwacht hier die Monitore. Katrin, die Herren sind von der Polizei. Müller, guten Tag. Ja, das ist mal krass. Okay, gibt's da auch Ton? Über die Gegensprechanlage. Hat der Täter denn schon irgendwelche Forderungen gestellt? Allerdings. Und was will er? Er verlangt den Tod seiner Frau. Glaubt ja nicht, dass ich es nicht ernst meine. Ich meine es todernst. Wenn Sie meiner Frau keine Sterbehilfe leisten, dann lege ich von denen hier einen nach dem anderen um. Herr Keller, hier Dr. Osreim. Ich kann Ihrer Frau keine Sterbehilfe leisten, aus ethischen und moralischen Gründen. Hören Sie mir bloß auf mit Ihrer verdammten Scheißethik! Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass wir Ihre Frau heute Morgen verlegt haben. Sie ist gar nicht mehr in dieser Klinik. Und das soll ich Ihnen glauben? Es ist so. Ich würde Sie doch in dieser Situation nicht belügen, wo der Herzpatient dringend versorgt werden muss. Er hat recht. Bitte, lassen Sie mich nach ihm schauen. Er muss dringend behandelt werden, sonst stirbt er. Das ist mir egal. Sie dürfen ihn behandeln, sobald meine Forderungen erfüllt sind. Wohin haben Sie meine Frau geschafft? In ein Hospiz am Stadtrand. Gut, okay. Ich sage Ihnen jetzt, was wir machen. Sie holen jetzt meine Frau sofort wieder hier zurück. Und dafür gebe ich Ihnen genau 2 Stunden Zeit. Ab jetzt, Osreim! Ja, und was ist mit dem Herzpatienten? So lassen Sie ihn doch gehen, damit wir uns um ihn kümmern können. Ja, um den dürfen Sie sich kümmern. Sobald meine Frau wieder hier ist. Der Typ meint es wirklich ernst. Tja, dem ist alles zuzutrauen. Leider. Wie meinen Sie das? Er ist in letzter Zeit öfter durchgetickt. Und warum? Er verkraftet den Zustand seiner Frau nicht. Was hat es eigentlich mit dieser Sterbehilfe auf sich, die er verlangt? Tja, Frau Petra Keller, seine Frau, wurde vor 3 Jahren nach dem Autounfall in dieser Klinik notoperiert. Und da ist sie ins Koma gefallen und nicht mehr daraus erwacht. Und seitdem wird sie hier behandelt? Ja, nicht mehr. Wie ich schon gesagt habe, wurde sie in ein Hospiz verlegt heute Morgen. Ohne die Zustimmung Ihres Mannes? Ja, die Anordnung kam von Ihrer Tochter. Die hatte ärztliche Vollmacht. Okay. Ist es möglich, die Frau innerhalb von 2 Stunden wieder hier hinzubringen? Tja, bei Ihrem Zustand bedenklich, aber theoretisch ja. Dann veranlassen Sie bitte alles Nötige. Was machen wir jetzt? Ich rufe erstmal Alex an. Die soll diesen Keller mal ordentlich durchleuchten. Michael, ich melde mich bei dir, sobald ich was über ihn herausgefunden habe. Ja? Tschüss. Und, was wollen Ihre Kollegen jetzt tun? Die wollen jetzt tatsächlich die todkranke Frau aus dem Hospiz holen. Ja. Wird ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, außer... Außer was? Sagen Sie mal,
Der Geiselnehmer möchte doch, dass seine todkranke Frau stirbt. Ja. Mhm. Und dann würde er auch die Geiseln freilassen. So habe ich seine Forderung verstanden. Mhm. Dann sollten wir ihm vielleicht erklären, dass die Frau bereits in dem Hospiz verstorben ist. Und Sie glauben, der kauft uns das einfach so ab? Ist doch immerhin möglich. Ich rufe Michael an. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert, Frau Rietz. Hoffentlich glaubt er uns. Hat denn keiner von euch was zu erzählen? Ein Witz vielleicht? Du vielleicht? Was ist mit dir? Mir ist jetzt nicht nach Witzen zumute. Schauen Sie ihn sich doch an. Sein Name ist Hans Jungmann. Er hat eine Frau und einen Sohn. Und die brauchen ihn. Seine Liebe. Brauchen wir die nicht alle? Doch, ja, natürlich. Aber Sie? Sie können dafür sorgen, dass er überlebt. Wollen Sie das denn nicht? Hören Sie, ich habe nichts gegen den Mann, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ich muss zuerst an meine Frau denken. Das verstehen wir auch. Nein, das können Sie nicht verstehen. Also weiter nach Plan, hinsetzen! Ja, Herr Keller, Osram hier. Der Herr Doktor. Ja, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber beim Transport Ihrer Frau, naja, sie ist... Sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass es Schwierigkeiten gibt. Nun, ja, sie ist verstorben. Haben Sie gehört? Ihre Frau ist gestorben. Jetzt haben Sie Ihr Ziel erreicht und können uns gehen lassen. Lass mich hier nicht für dumm verkaufen! Das wäre schon ein großer Zufall, wenn eine Frau verstorben wäre. Das ist nur ein ganz blöder Trick. Das ist kein Trick. Glauben Sie mir, Herr Keller. Ihre Frau ist tot. Was könnte Ihnen so passen? Sie ist wirklich tot. Das können wir ja ganz schnell herausfinden. Sie bringen meine Frau jetzt sofort wieder hierher. Sonst lege ich von denen hier einen nach dem anderen um. Mir ist alles egal. Mein Leben ist sowieso zerstört. Tja, das war wohl nichts. So einfach wird der den Patienten nicht gehen lassen. Ja, Sie müssen jetzt etwas unternehmen. Wenn der Patient nicht bald ärztliche Hilfe bekommt, dann verstirbt er uns. Herr Secker, wir werden das Zimmer stürmen müssen. Auf gar keinen Fall. Bei seinem schwachen Herzen, bedenken Sie. Das wird ihn umbringen. Noch mehr Aufregung kann er nicht gebrauchen. Die einzige Möglichkeit, die wir dann noch haben, ist, seine Forderung zu erfüllen. Okay, Alex, vielen Dank. Bis später. Tschüss. Und? Alex hat die Tochter des Geiselnehmers ausfindig gemacht. Sie heißt Sabrina Keller, 23 Jahre alt und arbeitet als Domina. Ja, super. Vielleicht kann sie ihren Vater zur Aufgabe überreden. Wollen wir es hoffen. Hat Alex sie erreicht? Nein, leider nicht. In ihrem Studio ist sie nicht und telefonisch ist sie auch nicht zu erreichen. Allerdings hat sie ihr eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen. Ja, hoffentlich hört sie die so schnell wie möglich ab. Ja? Alex, hier ist eine Frau Keller für dich. Ja, soll bitte reinkommen. Mhm. Hallo, Frau Keller. Alexandra Rietz. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, ich habe Ihre Nachricht gehört. Sie meinten, es wäre dringend. Ja. Was gibt's denn? Es geht um Ihren Vater. Oh, ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich bestimmt nicht gekommen. Ja. Nehmen Sie erstmal Platz. Was ist denn passiert? Er ist im Krankenhaus. Er hat dort 4 Geiseln genommen. Was hat er getan? Ja, leider. Was will er denn damit erreichen? Ist er total durchgeknallt? Er will, dass bei ihrer Mutter Sterbehilfe geleistet wird. Was will er? Wie kommt er dazu? Warum ist er im Krankenhaus? Meine Mutter liegt doch im Hospiz. Was will er denn damit erreichen? Ist er total wahnsinnig geworden? Ich habe gehofft, dass Sie mir das sagen können. Nein, kann ich nicht. Aber meine Mutter hätte es sicherlich nicht gewollt. Dann müssen Sie ihm das sagen. Ich fürchte, das wird nichts bringen, weil er nicht auf mich hören wird. Sie müssen ihn überreden, aufzugeben. Es geht doch auch um Ihre Familie. Familie? Familie, als ob Ihnen das jemals was bedeutet hätte. Warum? Was meinen Sie damit? Glauben Sie, ich bin Domina, weil es mir Spaß macht? Sicherlich nicht. Warum dann? Hat er Sie als Kind schlecht behandelt? Nein, es nicht, aber wir haben halt Schulden. Weil meine Mutter ist nicht krankenversichert und ich muss ihre Behandlungskosten übernehmen. Und da mein Vater in seiner Selbstständigkeit das ganze Geld für sich verprasst hat, ist nichts mehr übrig. Und jetzt spielt er den Fürsorglichen. Ich kann ja verstehen, dass Sie sauer auf ihn sind, aber bitte denken Sie doch an diese Menschen. Bitte helfen Sie uns.
Es wird nichts bringen. Er wird nicht auf mich hören. Versuchen Sie es doch wenigstens. Sabrina? Was machst du denn hier? Ich will mit dir reden. Ach, plötzlich willst du wieder mit mir reden. Hier und in diesem Augenblick. Ja, besser spät als nie, oder? Ach komm, hör auf. Was ist los? Haben die Bullen dich geschickt? Ich verstehe gar nicht, was du hier willst. Ich verstehe nicht, was du hier schon wieder für einen Mist baust. Was soll das eigentlich? Ich will sie erlösen. Mutter hätte das nie gewollt. Sie ist gläubige Christin und das weißt du. Also hör endlich auf damit. Das kann ich nicht. Soll ich sie so vor sich hin vegetieren lassen? Das hättest du dir vielleicht vor dem Unfall überlegen sollen. Hör auf damit! Du bist schuld, das weißt du doch, das stimmt. Es war ein Unfall, ich bin von der Fahrbahn abgekommen. Ja, weil du betrunken warst. Glaubst du, ich würde mir deswegen keine Vorwürfe machen? Schon seit Jahren lebe ich mit dieser Schuld. Aber davon wacht Mama auch nicht mehr aus dem Koma auf. Ja, aber sie lebt noch. Das ist doch kein Leben. Sie ist doch nur noch ein Stück Fleisch. Und deswegen willst du sie jetzt umbringen lassen? Ich will sie erlösen, Sabrina. Das ist das Letzte, was ich für sie tun kann. Das hätte sie nie gewollt und das weißt du. Und dass du diese Menschen bedrohst, erst recht nicht. Also leg endlich die Waffe weg und lass sie gehen. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Wenn meine Frau nicht in einer Stunde hier ist, dann passiert ein Unglück. Tut mir leid, aber Sie sehen ja, da ist nicht viel zu machen. Mein Vater und ich haben uns seit dem Unfall leider nicht mehr sehr viel zu sagen. Ja, trotzdem vielen Dank. Es war ein Versuch wert. Mein Kollege wird Sie rausbringen, ja? Dankeschön. Tja, das war wohl nix.